Schatz, bist du denn nicht irgendwie, ich weiß nicht, eifersüchtig oder verunsichert? Überleg doch mal. Du lebst mit einer Frau unter einem Dach, die tiefe Gefühle für den Mann hegt, mit dem du dein Leben verbringen willst. Ich mache kein Geheimnis aus meinen Gefühlen zu Nick. Wie kannst du dann seine Hochzeit planen? Ich meine, wo bleibst du dabei? Ich werde mir nach den Flitterwochen eine eigene Wohnung suchen. Sie wollen bestimmt mehr Privatsphäre. Ich habe damit etwas ganz anderes Donna, gemeint. Ich will mich nicht weiter darüber unterhalten. Ich habe es satt, ständig auf meine Gefühle für Nick angesprochen zu werden. Was wir zusammen hatten, ist vorbei. Es hätte sowieso nirgendwo hingeführt. Ich verstehe nicht, warum das keiner akzeptieren kann. Ich habe es schon längst getan. Du bist zu verständnisvoll, Katie, aber ich möchte dir dennoch etwas sagen. Wie auch damals, als du Storms Herz nicht annehmen wolltest. Du musst für das, was du im Leben willst, auch kämpfen. Besonders, wenn es um so etwas geht. Also spiel nicht die Märtyrerin. Ich meine, Nick und Bridget waren schon mal miteinander verheiratet und es hat nicht funktioniert. Vielleicht klappt es diesmal, vielleicht auch nicht, aber euch beide verbindet etwas Besonderes. Mal ehrlich, Katie. Du willst den doch für dich. Du solltest die Braut sein. Ob es mich stört, dass du mich so wahnsinnig liebst und verwöhnst? Lass mich überlegen. Augenblick. Ich würde sagen, was das Verwöhnen betrifft, manchmal kann ich das schwer annehmen, aber nein, es stört mich nicht. Ganz und gar nicht. Gut. Habe ich's verdient? Eigentlich nicht, aber ich werde dich trotzdem verwöhnen. Weißt du, ich denke manchmal, dass du es ohne mich viel einfacher haben könntest. Einfacher? Wie meinst du das? Naja, ich schleppe ganz schön viel alten Ballast mit mir herum. Ach. Und deine Mutter ist von uns auch nicht gerade begeistert. Was, erwartest du, dass ich mir jemanden suche, der ihren Vorstellungen entspricht? Nein, nein, natürlich nicht. Gut, dann hör mal zu. Was uns beide verbindet, finde ich bei keiner anderen. Du hast alles, was ich mir je bei einer Frau gewünscht habe. Ich liebe dich. Es ist für dich vielleicht schwer zu verstehen, wieso mich Katies Gegenwart nicht weiter verunsichert. Aber es ist so. Bist du dir da ganz sicher? Ich weiß nicht, ob ich das genauso sehen würde, wenn ich an deiner Stelle wäre. Das hängt vielleicht damit zusammen, was Nick und ich erlebt haben, aber ich bin ganz zuversichtlich, Mom. Ich empfinde es als eine notwendige Entwicklung, die uns dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen. Und inzwischen fühle ich, dass uns sehr viel verbindet. Und ich weiß, ihm geht es genauso. Katies Gefühle für Nick sind was? Was Besonderes. Ich weiß, dass sie was Besonderes sind und Nick hat sie sehr gern. Aber seine Gefühle für mich sind anders. Die Liebe, die wir füreinander empfinden, ist eine immerwährende Liebe. Deswegen fühle ich mich nicht im geringsten verunsichert. Es gibt auch keinen Grund dafür. Und es wird auch in Zukunft keinen geben, Mom. Oh, Schatz. Ich möchte einfach nur, dass du glücklich bist. Das habe ich mir immer gewünscht. Mom, ich glaube, dein Traum ist wahr geworden. Vielleicht verstehst du das nicht, Donna, aber manchmal gibt es wichtigere Dinge im Leben, als die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das verstehe ich. Ich weiß, dass es unterschiedliche Arten der Liebe gibt. Ja, wie meine Liebe zu Bridget und die zu Nick. Und auch, wie ich die zwei als Paar liebe. Und dann spielt auch noch ein kleines Kind eine Rolle. Bridget liebt ihn wie ihren eigenen Sohn. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Was ist mit dir? Was ist mit deinen Gefühlen? Du kannst das Leben nicht immer nur als Zuschauer von der Tribüne aus betrachten. Du musst selbst aktiv daran teilnehmen. Und wenn du Bridget so sehr liebst, dann frag dich mal, ob sie wirklich bekommt, was sie will. Einen Mann, der ihr treu ergeben ist? Ja. Ja, das kriegt sie. Ich habe mit Nick darüber gesprochen. Wir sind absolut der gleichen Meinung und sind uns da völlig einig. Er sagt, jeder muss seinen eigenen Weg im Leben einschlagen und er hat sich für den mit Bridget entschieden. Und welchen Weg willst du einschlagen? Darüber bin ich mir noch nicht im Klaren. Ich glaube, wir kennen ihn beide. Wenn die Frage lautet, ob ich Nick gern habe, klar mag ich ihn. Ob ich ihn liebe,
Jedenfalls genug, um ihm die Frau zu wünschen, die ihn glücklich macht und die auch wirklich die Richtige für ihn ist. Woher willst du wissen, dass Bridget die Richtige für ihn ist? Donna, lass uns einfach mal so tun, als würde ich das, was du vorschlägst, befolgen. Dass ich Nick sage, dass ich ihn liebe und für mich haben will. Wenn ich mich an ihn ranmache, was dann? Niemand kann sagen, ob er sich für mich entscheiden würde. Ich weiß es nicht und du auch nicht. Aber was hätte ich damit angerichtet? Ich hätte eine wunderbare Freundschaft zerstört, die zwischen Bridget und mir besteht. Einer Frau, die ich liebe und respektiere. Ich will nichts bereuen müssen. Ich könnte niemals mit solchen Schuldgefühlen leben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr Nick Bridget liebt, Donna. Sie sind wirklich Seelenverwandte. Was Nick und ich geteilt haben, war nur ein flüchtiger Augenblick. Ein Augenblick, von dem wir dachten, dass ich nicht mehr viele solcher Augenblicke erleben würde. Und jetzt lass mich einfach in Ruhe. Ich will mein Leben so weiterleben, wie es mir bestimmt ist. Aber du lässt ihm doch gar nicht die Wahl. Du triffst für dich die Entscheidung und das ist es dann. Weil es keine Wahl gibt. Ich schlage diesen Weg auf keinen Fall ein. Du hast Angst, verletzt zu werden. Nein. Nein, du irrst dich. Ich habe keine Angst, verletzt zu werden. Ich wurde bereits verletzt. Mir wurde im wahrsten Sinne des Wortes das Herz aus dem Leib gerissen, aber darum geht's nicht. Ich habe Angst, ich könnte andere Menschen verletzen. Ich habe Angst, dass ich jemand werden könnte, den ich nicht mag. Und genau das würde passieren, wenn ich meine bisherigen Ansichten darüber, was ich für richtig und was ich für anständig halte, einfach so wegwerfe und mich an Nick ranmache. Diese Beziehung, die ich dann mit ihm führen würde, wäre doch von Anfang an vergiftet. Ich verhalte mich korrekt. Und das tue ich nicht nur für Bridget, und ich tue es nicht nur für Nick, sondern auch für mich. Und das macht mich glücklich. Ich freue mich aufrichtig für meine Freunde und ich bin froh darüber, dass sie sich gefunden haben. Ich habe mir angehört, was du zu sagen hattest. Und ich hoffe, du hast auch mir zugehört. Denn ich möchte nie wieder darüber reden. Bring dieses Thema nie wieder zur Sprache. Schön, dass du doch kommen konntest. Das bedeutet unseren Kindern sehr viel. Ja, ich glaube, ich nehme noch ein Schlückchen. Du auch? Darf ich alle um Aufmerksamkeit bitten? Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Zuerst heiße ich euch an diesem wunderschönen Nachmittag herzlich willkommen. Stoßen wir gemeinsam auf die morgige Hochzeit an. Von Erics reizender Tochter Bridget und Nick Marone. Dem überaus dankbaren Glückspilz Nick Marone. Ich lasse mich gern korrigieren. Unsere Familie hat eine ziemlich harte Zeit hinter sich und plötzlich erleben wir viele schöne Dinge. Die lang ersehnte Heimkehr von meiner Mutter, Erics Enkelinnen, Phoebe und Steffi, und mein lieber Sohn Marcus, von dem ich nie dachte, dass ich ihn je wiedersehe. Einige von euch haben ihn ja bereits kennengelernt und wissen, dass er ein wundervoller junger Mann ist. Aber etwas wisst ihr noch nicht, dass heute für uns beide ein ganz besonderer Tag ist. Heute ist sein Geburtstag. Der erste seit seiner Geburt, den wir gemeinsam feiern. Herzlichen Glückwunsch. Es ist eine Ehre für mich, hier in diesem wunderschönen Haus zu leben mit seiner langen Familientradition. Und bei Thorn und Rich möchte ich mich besonders bedanken. Dafür, dass ihr beide trotz allem auch hierher gekommen seid, als eine Familie. Meine Donna. Mutter? Mom, bist du zu Hause? Mutter?
Hallo, Schatz. Ich hab dich nicht erwartet. Wieso bist du nicht bei der Verlobungsfeier? Naja, ich wollte nur... Wieso liegst du im Bett? Es ist helllichter Tag. Du versteckst dich vor allen. Nein, tu ich nicht. Ich versteck mich doch vor niemandem. Wie nennst du es dann? Oder bist du krank? Nein, mir geht's gut. Hör zu, wenn ich den Entschluss fasse, mich in einem Anfall von Schwermut mitten am Tag ins Bett zu legen, dann habe ich auch das Recht dazu, mein Fräulein. Da sind sie alle. Die Reichen und Berühmten in ihrer gewohnten Umgebung. Wie reizend. Ich bitte eine Sekunde um eure Aufmerksamkeit. Der Vater der Braut möchte euch etwas sagen. Ich danke euch. Diese Party feiern wir für dieses wundervolle Paar, das morgen heiraten wird. Das Einzige, was sich ein Vater für seine Kinder wünschen kann, ist, dass sie bei jemandem ihr Glück finden, den sie von ganzem Herzen und aus tiefster Seele lieben. Und ich glaube, dass Bridget das bei Nick gefunden hat. Und Nick hat es bei Bridget gefunden. Sie kann sich also sehr glücklich schätzen. Aber zugleich hat auch er sehr großes Glück. Als ob ich das nicht wüsste. Also, meinen Glückwunsch, ihr zwei. Möge euer Leben von Glück und Liebe füreinander erfüllt sein. Cheers. 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 Danke, Dad. Zum Wohl. Gern geschehen. Meine Kleine. Ich werde bestimmt sehr, sehr glücklich. Großer Bruder. Da werde ich mich nicht vordrängeln. Ja, fantastisch. Ich schließe mich den Wünschen an. Danke. Wir werden sehr glücklich sein, das verspreche ich dir. Glückwunsch, Marone. Danke, dass du dich beherrscht hast. Gern geschehen, mein Schatz. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir morgen heiraten. Ich kann es kaum noch erwarten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Beth, ich kann es nicht fassen, dass du wieder hier bist. Hallo. Du hast dir ein schönes, schattiges Plätzchen ausgesucht. Ich hatte ganz vergessen, wie intensiv die Sonne hier sein kann. Das liegt daran, dass du uns viel zu selten besuchst. Auch wenn du dafür gute Gründe hast, wie ich gehört habe. Ja. Tja. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, egal was es ist. Das hast du bereits getan, Eric. Indem du meine Tochter Donna so glücklich machst. Wer hätte das gedacht? Im Ernst, Eric. Danke, dass du so wundervoll zu ihr bist. Ach, Beth. Lieb gemeint, Schatz, aber ich kann im Augenblick wirklich nichts essen, okay? Mutter, dein Kühlschrank ist so gut wie leer. Und? Wann warst du zuletzt einkaufen? Schatz, ich kaufe mir nichts, weil ich für mich allein nicht koche. Ich lass mir was kommen. Du siehst nicht gut aus, Mutter. Isst du überhaupt? Was sollen diese Fragen? Ständige Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Rückzug aus der Welt. Ich weiß, woran man Depressionen erkennt, Mom. Ich weiß auch, woran man Depressionen erkennt. Mir geht's gut. Ich habe manchmal gute und manchmal schlechte Tage. Und heute ist ein schlechter Tag. Felicia, mein ganzes Leben ist aus den Fugen geraten. Also bitte, sei nicht allzu streng mit mir und lass mir Zeit, mich daran zu gewöhnen, mich darauf einzustellen. Ich werde es akzeptieren. Glaub mir, ich habe keine Wahl. Und als Donna es mir erzählt hat, fragte ich habe einen erwachsenen Enkel? Den muss ich kennenlernen. Genau das waren seine Worte. Ich merke schon, es wird echt cool werden, euch als Großeltern zu haben. Gut. Tja, das glaube ich auch. Oh. Süß. Möchten Sie noch was? Nein, danke. Aber ich hätte gern noch eine Kleinigkeit gegessen. Ich freue mich für dich. Danke. Komm doch mal im Krankenhaus vorbei.
Sammy. Was tun Sie hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen, oder? Sie sind nicht eingeladen. Das ist meine Familie. Meine Nichten, meine Neffen. Ich weiß, Sie sehen es nicht gern, dass ich in Stephanies Fußstapfen getreten bin, aber... niemand kann in Stephanies Fußstapfen treten. Und Sie ganz gewiss nicht. Sie kleines, heißes Törtchen. Also schön, Pam, das reicht jetzt. Hör bitte damit auf. Eric. Hör auf. Wir geben diese Party für Bridget und Nick. Ich will nicht, dass sie jemand stört. Und deshalb bitte ich dich zu gehen. Du tust was? Tut mir leid. Wieso können wir nicht unten darüber reden? Nicht darüber. Das hört sich gar nicht gut an. Ich will mich nur noch mal vergewissern, dass es dir wirklich ernst ist mit dieser Ehe. Keine Zweifel, keine Bedenken. Nein, nichts dergleichen. Und was ist mit Katie? Ich meine, du kannst nicht abstreiten, dass du was für sie empfindest. Okay. Was wir erlebt haben, war wirklich bemerkenswert und absolut einzigartig. Ich werde die Zeit mit ihr immer im Gedächtnis bewahren. Bridget hat damit kein Problem und dafür liebe ich sie. Zerbrich dir deswegen nicht deinen hübschen Kopf, okay? Ich bin fest entschlossen, diese Ehe einzugehen und habe keinerlei Bedenken, also hab du auch keine. Na schön. Okay. Ich hab keine. Gut. Danke. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Und ich danke dir, dass du so ein glückliches Lächeln auf das Gesicht meiner Tochter gezaubert hast. Schätzchen, geh bitte wieder nach Hause und gesell dich zu den anderen auf der Verlobungsfeier. Und richte Bridget bitte liebe Grüße von mir aus. Würdest du das tun? Ich möchte dich aber hier nicht so allein lassen, weißt du? Es gibt Dinge, Schatz, die man ganz allein durchstehen muss. Zwischendurch braucht man ein bisschen Einsamkeit. Und die brauche ich jetzt, verstehst du? Aber lieb, dass du dir Gedanken machst. Ich hab dich lieb. Ich weiß. Und ich mache mir Sorgen um dich. Das bleibt aber unter uns. Na klar. Also, bis dann. Hi. Das wird dir bestimmt... Hey, Donna! Dann... Schnell, fang an! Oh, hey! Oh, und was machen Sie denn hier? Naja, ich bin auf der Suche nach Marcus und ich habe gehört, dass er hier ist. Aber Sie haben gerade Besuch. Ich komme ein andermal wieder. Nein, nein, gehen Sie nicht. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass er hier ist. Na kommen Sie, es ist die ganze Familie da. Meine Nichte feiert ihre Verlobung. Ich möchte Sie den anderen vorstellen. Kommen Sie. Darf ich noch mal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Owen Knight. Ihm habe ich es zu verdanken, dass mein Sohn und ich wieder vereint sind. Oh. Marcus, könntest du ihm bitte eine Badehose holen? Im Poolhaus müssten noch welche sein. Ja, klar. Ach, kommen nein, nein. Sie. Bitte bleiben Sie doch. Ich möchte bitte, mich nicht aufdrängen. Wir verdanken Ihnen so viel. Bitte feiern Sie mit uns. Und ich habe Sie meinem Mann noch gar nicht vorgestellt. Komm. Komm her. Was ist denn? Mr. Forrester, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Hallo. Ich habe viel von Ihnen gehört. Danke, oh. Wie ich gehört habe, sind wir Ihnen zu großem Dank verpflichtet, weil Sie uns Donners Sohn nach Hause gebracht haben. War mir eine Ehre. Wie ich weiß, sind Sie ein großer Fan von Gin Martini. Dieser Gin soll ganz hervorragend sein. Herzlichen Dank. Wirklich sehr freundlich von Ihnen. Wir müssen über Mutter reden. Was, jetzt hier? Wir feiern gerade eine Party. Ich war gerade unten im Strandhaus. Sie hat sich mitten am Tag ins Bett gelegt. Das klingt nicht nach ihr. Ist sie krank? Physisch gesehen nicht. Aber sie will allein sein, verkriecht sich im Haus. Dad, komm schon.
Ich glaube, sie hat das Gefühl, dass sie nichts mehr wert ist, zu nichts mehr nütze, als hättest du sie gegen ein jüngeres Modell eingetauscht. Ich hatte ja keine Ahnung. Dann wach endlich auf. Sie kann eigentlich sehr viel verkraften, aber diesmal bin ich mir nicht so sicher. Okay, okay. Noch eine Kleinigkeit, Mrs. Forrester? Aber es war doch besprochen, dass Sie Shrimps mit Mangosoße reichen. Was ist das? Kleine heiße Törtchen. Ihre Assistentin Pam hat angerufen und die Bestellung geändert. Sie hat uns diese Notiz mitgeschickt. Du bist, was du isst. Eric, ich kann das wirklich nicht mehr länger ertragen. Was ist denn? Unsere was ist los? Sogenannte Assistentin Pam hat einfach... Sie hat heimlich den Catering-Service angerufen und kleine heiße Törtchen bestellt, um mich zu ärgern. Das ist nicht komisch, Felicia, okay? Diese Frau zeigt mir gegenüber null Respekt. Ich möchte, dass sie geht. Wie oft hast du ihr schon gesagt, sie soll mit diesem Unsinn aufhören und sie ignoriert dich einfach? Hast du das nicht langsam gesagt? Also gut, ich rede mit ihr. Ich werde ihr nochmal sagen, dass ich ihre ständigen Einmischungen nicht akzeptieren kann. Okay, schön. Wenn du sie nicht loswerden willst, sehe ich mich leider gezwungen, meine eigene persönliche Assistentin einzustellen. Und dann kannst du Pammy ganz für dich allein haben. Einverstanden? Okay. Gut. Ja, von mir aus. Herrschaften, ich möchte gerne ein paar Worte sagen. Bitte. Ich wollte nur sagen, Bridget war von klein auf jemand, auf den man sich hundertprozentig verlassen konnte. Sie war immer liebevoll, aufrichtig, loyal, mitfühlend. Aber ihre schönste Eigenschaft ist ihre Fähigkeit zu verzeihen. Du bist wahrhaftig meine geliebte Tochter und ein absolut bemerkenswerter Mensch. Ich freue mich aufrichtig, dass ihr beide eine zweite Chance kriegt. Und ich wünsche euch ein Leben voller Glück. Gott segne euch beide. Mom. Schätzchen. Ich hab dich lieb, Mom. Ich hab dich auch lieb. Ich danke dir. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal was sagen. Ich glaube, alle Anwesenden wissen, dass es für Nick und mich nicht das erste Mal ist. Dennoch fühlt es sich für mich so an, denn damals war ich viel jünger und wusste nicht viel vom Leben. Ich wusste nur, dass ich dich liebe und dich vergöttere. Und daran hat sich auch nichts geändert. Geändert hat sich allerdings, ich bin jetzt etwas älter und hoffentlich auch etwas weiser. Und dass ich inzwischen gelernt habe, dass uns wahre Liebe, die wirklich wahre Liebe, nicht einschränkt. Sie öffnet uns vielmehr das Herz und erlaubt den Menschen, die wir lieben, einzutreten und unser Leben zu teilen. Und ich will mein Leben mit dir und deinem süßen Sohn teilen. Du sollst wissen, dass mein Herz immer für euch offen sein wird. Für dich und deinen Sohn. Nick, du hast mich wirklich zur absolut glücklichsten Frau der Welt gemacht. Mein Gott, ich habe solches Glück. Ich fühle mich so geliebt von euch allen hier. Diese beiden Ansprachen lassen sich kaum noch toppen. Ich danke euch vielmals. Die meisten hier kennen vermutlich unsere Vorgeschichte, also will ich lieber von der Zukunft sprechen. Es wird eine fantastische Reise und ich werde dafür sorgen, dass wir eine ruhige See haben. Denn ich, als erfahrener Seemann, habe den besten Kompass der Welt. Und zwar diese wunderschöne Frau, die hier vor mir steht. Ich liebe dich über alles. Und obwohl das heute schon jeder gesagt hat, sage ich es jetzt auch nochmal. Ich bin ein echter Glückspilz. Danke. Oh. Ich würde auch gern noch etwas sagen. Ich bin die Brautjungfer und möchte noch was hinzufügen. Ich war überwältigt, als Bridget mich gebeten hat, ihre Brautjungfer zu werden.
So habe ich die Gelegenheit, euch etwas zurückzugeben, denn ich habe so viel von euch bekommen. Ihr habt mich in eurem Haus aufgenommen, zu einer Zeit, als ich von keinem Hilfe annehmen wollte. Und ihr habt mich sozusagen dem Tod entrissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was vielleicht das Wichtigste war, du und Nick, ihr gabt mir den Willen zu leben. Und das ist das wertvollste Geschenk, das ich je bekommen habe. Ihr habt euch füreinander entschieden und werdet euch morgen das Ja-Wort geben. Und ich kenne wirklich keine anderen Menschen, die es mehr verdient hätten, ein Leben voller Glück zu führen, als ihr beide. Deshalb bitte ich alle hier, sich mir anzuschließen. Auf eine wundervolle Zukunft für Mr. und Mrs. Marone. Alles Gute. Alles Gute. Hört, hört. Dann wir mal auf Sie anstoßen, Bärchen. Hey, du hast es dir ja gemütlich gemacht. Na, was denn sonst? Der Junggeselle in seiner Höhle. Aber nicht mehr lange. Ich dachte, ich nutze meine letzte Chance, die Bude vollzupaffen. Machst du mit? Mom muss endlich wieder nach vorn schauen. Dass ich sie am helllichten Tag im Bett gefunden habe, weil sie sich vor der Außenwelt verstecken wollte, hat mich fast zu Tode erschreckt. Felicia, was soll ich denn dagegen tun? Was du tun sollst? Irgendwas? Der denkt dir was aus, keine Ahnung. Oder beansprucht dich dein neues, spannendes Leben zu sehr? Wie konntest du nur? Ich kann das immer noch nicht verstehen. Wie konntest du Mutter wegen eines Flittchens wie Donner verlassen? Hör auf, was soll denn das? Warum lässt du das nicht sein? Ständig kommst du mir so und benutzt diese Schimpfwörter wie Flittchen und Schlampe. Hast du auch mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Es bedeutet, dass dich Donner garantiert zum Narren halten wird. Mich zum Narren halten? Wie denn? Willst du wirklich, dass ich sage, was ich denke? Ja, bitte, tu das. Na gut. Hör zu, Donner ist nicht gerade der treue Typ. Und woran machst du das fest? An ihrer Garderobe? Ich kenne meine Frau, Felicia. Sie wird mich nicht betrügen. Sie würde mich niemals betrügen. Das ist wirklich das Einzige in unserer Ehe, das ich nie tolerieren würde. Sie weiß das und ich wäre dankbar, wenn du aufhören würdest, ihr etwas anderes zu unterstellen. Du hältst überhaupt nichts von ihr und das ist mehr als beleidigend für mich. Reden wir lieber über Mutter. Gute Idee. Ich fahre zu ihr, wenn du das möchtest, wenn du dir was davon versprichst. Ja, es wäre genau das Richtige. Hast du einen Schlüssel? Ich brauche keinen Schlüssel. Ich klopfe. Sie wird nicht aufmachen. Hier, nimm. Also da kannst du dir wirklich sicher sein, Felicia. Ich werde mich auf jeden Fall immer um deine Mutter kümmern, in Ordnung? Beruhig dich. Ich möchte nicht, dass du mit einem so traurigen Gesicht in der Gegend rumläufst. Willst du ein fröhliches? Ja, ein fröhliches. Das gefällt mir viel besser. Keine Tränen mehr. Geh schon. Ja, danke. Geh. Was suchen Sie denn?
Katie hat mich gebeten, nochmal den Floristen anzurufen. Sie war sich nicht sicher, wie sie die Blumen arrangieren sollen. Schätzchen, sind das Tränen? Ich kann nichts dafür, Mom. Immerhin werde ich morgen Nick heiraten und ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal so glücklich sein werde. Danke für das Angebot, aber ich glaube nicht, dass man nach einer Herztransplantation Zigarre rauchen sollte. Ah, richtig. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe eigentlich vor einem Jahr aufgehört, aber hin und wieder tue ich's doch. Na klar. Es ist dein Haus. Tu, was du willst. Ich rauche sie vielleicht später auf der Terrasse weiter. Du kannst sie genießen, wenn ich weg bin. Weg? Wo willst du hin? Du und Bridget, ihr werdet morgen heiraten. Das Beste wird sein, ich verlasse das Schiff. Ich habe mir nach der Party noch schnell eine Dusche im Poolhaus gegönnt. Und jetzt finde ich meine Sachen nicht. Sie müssen irgendwo zwischen den Handtüchern liegen. Keine Ahnung, sie kann sich jetzt umdrehen. Es tut mir so leid. Nein, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken. Wofür? Dass ich heute hier bleiben durfte. Es war eine super Party. Aber Sie müssen doch damit gerechnet haben, dass ich Sie bitte zu bleiben. Sie haben immerhin meinem Mann seinen Lieblingsgin mitgebracht. Ich bin ein alter Pfadfinder. Tja, allzeit bereit. Ja, das kommt mir bekannt vor. Mein Bruder war auch bei den Pfadfindern. Ich schätze, ich müsste viele vermisste Leute finden, um mir so ein Haus leisten zu können. Es ist umwerfend. Ja, es ist wirklich ziemlich cool. Manchmal kann ich es auch kaum fassen. Ja, ich denke, dass Mr. Forrester wirklich Glück hatte. Wir beide hatten Glück. Wo ist er überhaupt? Ich wollte ihm auch noch danken, bevor ich gehe. Tja, das geht leider nicht. Er ist bei seiner Ex-Frau. Das soll ein Scherz sein, oder? Nein. Augenblick, Sie schmeißen hier diese tolle Party für die Tochter Ihres Mannes und dann lässt er Sie allein? Sie müssen wissen, Stephanie hat Depressionen und Eric sorgt sich sehr um sie. Aber er hat geschworen, sie zu achten und glücklich zu machen, oder? Er stammt aus einer anderen Zeit. Er ist ein Gentleman und überaus ritterlich. Ich kenne mich mit Ritterlichkeit nicht so aus, aber wenn Sie meine Frau wären. Was wäre dann? Oh Gott, jetzt bin ich so eine typische Braut und plappere albernes Zeug. Warte, ich gebe dir ein Taschentuch. Putz dir die Nase wie ein braves kleines Mädchen. Danke, Mami. Ich weiß, dass du Nick liebst. Das merkt man gleich, wenn man euch zusammen sieht. Besonders in den letzten paar Wochen. Es ist klar, dass ihr beide zusammengehört. Ich möchte nur noch einmal was sagen. Und dann schneide ich das Thema nie wieder an. Versprochen. In Ordnung. Was ist denn? Du weißt ja, ich habe früher so manchen Fehler gemacht. Und mich oft von Impulsen leiten lassen. Und glaub mir, das bedauere ich, Schätzchen. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich mich sicher nicht in diese Ehe einmischen werde. Ich funke nie wieder dazwischen. So einen Fehler werde ich garantiert nie wieder machen. Danke, dass du das sagst, Mom. Danke. Ich weiß, wie wichtig dir das ist. Aber du musst mir so etwas nicht versprechen. Nicht diesmal. Na gut. Ich werde dann packen. Muss das jetzt sein? Ich weiß nicht, worauf ich noch warten soll. Morgen seid ihr, Jack, Bridget und du eine große, glückliche Familie. Willst du nicht dazugehören? Wir reden hier von zwei Frischvermählten und ihrem Sohn und von mir. Was ist falsch an diesem Bild? Du hattest dich mit Bridget doch ausgesprochen, oder?
Bridget hat dir also davon erzählt? Ja. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Katie, sie weiß, dass uns beide etwas Besonderes verbunden hat und sie versteht das. Sie sieht keine Bedrohung darin. Und vor allem möchte sie immer dafür sorgen, dass es dir gut geht, Katie. Sie möchte dich so gut sie kann unterstützen. Ja, so ist Bridget. Ja. Tu das, was du für das Beste hältst. Wenn du nicht länger hierbleiben willst, dann geh, aber nur wenn es das ist, was du wirklich willst. Das, was ich wirklich will, das werde ich sowieso nicht bekommen. Also, sagen wir es mal so. Eric Forrester ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, ihm ist klar, was für eine schöne und aufregende Frau er hat. Vielen Dank, aber wir beide sind sehr glücklich. Wirklich. Und ich bin überglücklich, dass ich Marcus wieder habe. Und ich kann ihnen nicht genug dafür danken, dass sie uns geholfen haben. Tja, wissen Sie, als Marcus zu mir kam, da hatte er schon wer weiß wie viele Donna Logans kontaktiert. Er war ziemlich entmutigt und wollte aufgeben. Aber ich konnte ihn überreden, es mich versuchen zu lassen. Und dann bin ich auf einmal auf ihre Heiratsanzeige gestoßen. Und ich dachte, ein Versuch ist es wert. Ich habe Marcus auf der Stelle ins Flugzeug gesetzt. Ich habe ihm sogar das Ticket bezahlt. Das ist wirklich sehr großzügig von Ihnen gewesen. Ich habe schon einigen geholfen, verloren geglaubte Menschen zu finden. Aber auf diese Erfolgsgeschichte bin ich stolz. Und das Schönste dabei war zu sehen, wie sie ihn aufgenommen haben. Ich merke, dass sie ihn wirklich lieben. Das tue ich auch, sehr sogar. Und das verdanke ich Ihnen. Wissen Sie was? Ich gehe jetzt nach oben und hole mein Scheckbuch, damit ich Ihnen... Nein, nein, jetzt nicht weglaufen. Ich weiß, dass ich mein Geld kriege. Hören Sie, ich bleibe noch ein paar Tage in der Stadt. Ich schaue bei Ihnen im Büro vorbei und dort können wir über alles reden. Perfekt. Ist in Ordnung. Ich verstehe das, Bridget. Wirklich? Na, dass du von mir keine Rückversicherung brauchst. Du weißt genau, dass ich zu Rich stehe. Na gut, wenn du das unbedingt so auffassen willst. Oh, warum sagst du mir nicht einfach, was in dir vorgeht, hä? Bist du sicher, dass du das hören willst? Ich komme damit klar. Weißt du, es ist sinnlos, dauernd in der Vergangenheit zu stochern, aber mir wurde klar, dass Nick und ich uns deshalb trennen mussten, damit er endlich von dir loskommen konnte. Und das hat er geschafft, oder besser, du hast es für ihn geschafft. Ja, so ist es. Und ich habe vor langer Zeit beschlossen, dass Nick es wert ist und ich auf ihn warte. Ich bin mir sicher, dass er es ebenso sieht, mein Schatz. Ich erkenne es daran, wie er dich anschaut. Auf euch wartet eine wunderbare gemeinsame Zukunft. Du bist ja so ein glückliches Kind. Du hast einen tollen Dad. Und ab morgen hast du eine neue Mami. Bridget wird immer für dich da sein. Und ich kann vielleicht nicht ewig hier bleiben, aber ich verspreche dir, ich bleib so lange ich kann. Würdest du aufhören, so einen Blödsinn zu reden? Ich bin nur realistisch. Es gibt Realismus und auch Fatalismus. Das solltest du nicht verwechseln. Ich beklage mich nicht. Ich genieße jeden Moment, glaub mir. Und es ist keine Tragödie. Ich weiß, dass ich in den letzten Wochen glücklicher war als die meisten in ihrem ganzen Leben. Ja. Und wahrscheinlich liegt das an dir, mein kleiner süßer Spatz. Und vermutlich auch an deinem Daddy. Hallo, ich bin Felicia. Owen Knight. Sind Sie mit den Forresters verwandt? Ich bin eine Forrester. Verzeihung, es freut mich, Sie kennenzulernen, Felicia Forrester. Sie sind mir schon auf der Party aufgefallen. Ach ja? Es war eine Poolparty und Sie hatten keine Badesachen an.
Sie sind mir übrigens auch schon aufgefallen. Bei Forrester Creations, ich würde mich morgen früh dort gern mit Ihnen unterhalten. Ich bin sicher, dass Sie sich noch an den Weg erinnern. Aber gern. Ich hätte auch jetzt Zeit, wenn Sie gleich mit mir reden möchten. Vielleicht bei einem Drink? Bei Forrester Creations, morgen früh. Sehr gern. Es wird einfach die perfekte Hochzeit. Wir werden alle Menschen um uns haben, die uns lieben und unterstützen. Grandma und Grandpa, Dad, dich und natürlich Katie. Schatz, du hast dir das Leben gerettet. Und jetzt revanchiert sie sich bei dir. Niemand freut sich mehr für dich als meine Schwester. Hey, vergiss das hier nicht. Oh, mein Basketball-Set. Da mache ich dir ein Geschenk und du spielst nicht einmal damit. Wie kommst du denn darauf? Ich spiele doch andauernd damit und übe meinen Hakenwurf. Hakenwurf? Vergiss es, du bist ein Sprungwerfer. Seit du mir das geschenkt hast, ist viel geschehen. Wirklich? Heißt das, du hast das Spiel noch drauf? Du willst mich doch nicht etwa herausfordern, Nick. Willst du etwa gegen mich antreten? Ach ja, das traust du dir wirklich zu? Verstehe. Vielleicht sollte ich dich ja mit einem kleinen Einsatz locken. Warte mal. Wie wär's mit 10 Mäusen? Nur 10 Mäuse? Ja, ehrlich? Du scheinst dir ja nicht sehr sicher zu sein, oder? Dann eben 20. Na ja, Nick, ich weiß nicht. Es ist bestimmt nicht sehr nett, einen Bräutigam auszunehmen, bevor er heiratet. Ich habe ein dickes Bankkonto. Na los. Wollen wir eine Münze werfen? Nein, wir werfen keine Münze. Ich lasse dir den Vortritt. Und ich gebe dir sogar Vorsprung. 6 Punkte. Gib deiner Großmutter 6 Punkte Vorsprung. Ich kann auf sowas verzichten. Alles klar, dann komm. Du hast keine Chance. Bin topfit. Ich kann mich bewegen. Na los, Katie Logan, und vorbei. Ja, ich hab die ersten 2 Punkte. Juhu. Mein Ball. Na los, Mädchen, zeig mir deine Verteidigung. Sprungwurf und... When it comes to pushing, because you make me feel alright. Du bist raus, du hast keine Chance. Komm. Und sie springt Katie in den Korb. Yeah, you make me feel alright. Yeah, you make me feel. Yeah, you make me feel. Yeah, you make me feel alright. Na gut, unentschieden. Ja, von mir aus gern. Ich sollte jetzt gehen. Wir sehen uns morgen. Wenn alles klappt, dann wird das eine sehr schöne Hochzeit. Dann bis morgen früh. Ja. Ach. Vergiss das hier nicht. Danke. Hast du gesteckt, Frau? Verrate ich nicht. Ehepaare haben keine Geheimnisse voneinander. Noch sind wir nicht verheiratet. Schon vergessen? Aber es dauert nicht mehr lang, das weißt du doch. Und du lässt dir ein bisschen viel Zeit, findest du nicht? Oh mein Gott, ich bin total spät dran. Ich muss mich beeilen. Wir werden vermutlich nicht ohne dich anfangen. Was du nicht sagst, danke. Ich glaube nicht. Nein, ganz sicher nicht. Steven, wirklich? Jetzt hör mir doch mal zu. Nein, Beth, bitte. Entspann dich. In Ordnung? Katie hat eine wunderbare Zeremonie für Nick und Bridget geplant. Sie erwarten nicht von dir, dass du eine große Rede hältst oder die Lebensgeschichte deiner Enkelin vorträgst. Ich möchte nicht, dass mich alle anstarren. Und besonders heute nicht. Beth, ich bin derjenige, der dich heute den ganzen Tag anstarren wird.
Aber sobald die Braut den Gang entlang schreitet, werden alle Augenpaare auf der wunderschönen Braut ruhen, okay? Also entspann dich einfach. Ist gut. Oh, das mag es. Mag es! Mag es, komm her. Hallo. Lass dich ansehen. Du siehst wirklich gut aus. Danke. Und ihr seht glücklich aus, finde ich. Ja, das sind wir. Danke. Unter anderem deshalb, weil du hier bist. Ich bin total spät dran. Nein, so ganz zu erledigen. Ruhig, du liegst prima in der Zeit. Atme tief durch. Das ist der Tag, auf den du gewartet hast. Er ist da. Es ist endlich soweit. Ich komme. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Hey, hallo. Die anderen sind im Garten. Wo ist Bridget? Ist oben und macht sich fertig. Mit Katie? Ja. Und wie geht es ihr? Sie schwebt im siebten Himmel. Und Katie? Ich weiß, wie anstrengend die Planung einer Hochzeit sein kann und war mir nicht sicher, ob sie das schafft, so kurz nach der Operation. Sie hat das super hingekriegt. Gut. Sie tut es aus Liebe zu ihr, Nick. Bridget ist dir sehr wichtig. Ja. Hallo, Schätzchen. Ich habe gerade Katie gesehen. Sie wirkte ganz aufgeregt. Sie wäre noch viel aufgeregter, wenn sie wüsste, was ich vorhabe. Und was hast du vor? Tja, das ist eine Überraschung. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Oh, Urgroßmutters Perlenkette. Ja, als du noch klein warst, wolltest du sie immer tragen. Ich weiß, wenn ich mich verkleidet habe. Und du hast dann immer mit mir geschimpft. Du hattest ein weißes Nachthemd angezogen und einen Schal ins Haar gebunden. Ja, aber ich habe mich erst mit der Perlenkette als Braut gefühlt. Oh. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Du bist eine wunderhübsche Braut. Und du hast dieses Glück mehr als verdient. Jetzt reicht es aber wirklich. Danke, Mrs. Marone. Ich danke Ihnen. Tolle Kamera. Tja, wer hätte das gedacht? Wir waren mal Freundinnen und jetzt sind wir so gut wie verwandt. So gut wie? Nein, wir sind es tatsächlich. Nein, noch nicht. Nicht, wenn Nick sich doch noch besinnt. Mein Sohn vergöttert Bridget. Ja, aber verliebt ist er in Katie. Ach. Jackie, Sie kennen Nick besser als alle anderen. Sie haben die beiden doch gesehen. Wollen Sie leugnen, dass die beiden etwas füreinander empfinden? Er sagt, er würde seine Zukunft bei Bridget sehen. Ja, und ich weiß, dass Katie das auch sagt. Aber ich weiß nicht, was passieren würde, wenn die beiden allein in einem Zimmer wären. Das dürfen Sie nicht. Es gab vielleicht Zeiten, in denen noch was möglich gewesen wäre, aber jetzt nicht mehr. Und ich rate Ihnen, alles zu unterlassen, was diese Hochzeit stören würde, Mrs. Forrester. Alles! Sehr schön. Ich freue mich auch so. Oh, hallo, mein Schatz. Und du siehst wunderschön aus. Ich finde es unheimlich schön, dass du hier bist. Und du auch, Marcus. Und nicht nur wegen Bridget. Wir anderen freuen uns auch. Auch mir bedeutet das viel. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, euch alle so fröhlich zu sehen. Hallo, Mom. Hallo, Grandma. Schatz. Hallo. Marcus, wie geht's so? Hallo, Rick. Entschuldigt ihr uns bitte einen Augenblick? Oh. Beth, schön, dass wir uns mal wieder begegnen. Sie sehen bezaubernd aus. Danke, Taylor. Sie auch. Ich weiß, dass Ihre Familie sehr aufgeregt ist. Das hier ist wirklich ein schöner Anlass. Ja. Allerdings. Bridget wollte, dass die Feier eher intim wird. Ich weiß. Familie. Ich wurde eingeladen, Brooke. Bridget hat mich eingeladen. Sie wollte, dass Jack kommt. Und natürlich kommt er mit seiner Mutter. Katie hat wirklich an alles gedacht. Ja, hat sie das mit dem Garten nicht wunderbar organisiert? Ja. Sie ist einfach eine tolle Hochzeitsplanerin. Soll sie vielleicht auch eure Hochzeit planen? Oh, wir haben noch kein Datum. Aber bald, sehr bald. Würdet ihr uns entschuldigen?
Nick, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass ich an dieser Zeremonie teilnehmen darf. Es bedeutet mir sehr viel. Mir bedeutet es auch sehr viel, dass Sie hier sind. Es war sehr wichtig, dass Sie Ihre Familie wieder zusammengebracht haben. Das konnte mir nur deshalb gelingen, weil Sie Beth zurückgebracht haben. Sie und Bridget haben sehr viel gemeinsam. Ihre Warmherzigkeit, Ihre Großzügigkeit, obwohl das nicht mein erster Eindruck von Ihnen gewesen ist. Aber nachdem ich Sie mit Bridget erlebt habe und Sie beide mit Katie, war ich sehr berührt und beeindruckt. Ich danke Ihnen für Ihre Worte. Aber was immer Sie sagen, es geht nicht alles auf mein Konto. Die Logan-Frauen hatten schon immer einen großen Einfluss auf mich. Würden Sie mir mit der Krawatte helfen? Das mache ich gern. Danke. Oh, Rick. Hallo. Hey, hast du heute auch einen Augenblick Zeit für deinen Bruder? Na klar, aber sicher. Ich bin so froh, dass du hier bist. Du heiratest, wo soll ich sonst sein? Ich bin glücklich, dass alles so gut läuft für dich. Ich weiß doch, wie sehr du Nick immer geliebt hast und jetzt bekommst du eine zweite Chance. Ich bin wirklich sehr froh für dich. Ich danke dir. Und diesmal wird es ganz sicher klappen mit uns. Uns steht nichts mehr im Weg. Schön, dass du für mich da bist. Oh, Entschuldigung. Nein, ich wollte sowieso gerade gehen. Ihr könnt euch jetzt fertig machen. Bis dann. Bis nachher. Oh, du liebe Güte. Ich hoffe, das sind Freudentränen. Was sonst? Aber trotzdem werde ich mich nachschminken müssen. Ja, du bist verschmiert. Das müssen wir sofort in Ordnung bringen. Komm, ich helfe dir. Danke. So, bitte sehr. Oh, Katie, du bist so wichtig für mich. Du weißt das. Ich heute heirate, verdanke ich nur dir. Oh. Doch, wirklich. Und weil das so ist, habe ich auch etwas ganz Besonderes geplant. Eine Überraschung für Nick. Und ich denke, sie könnte mir gelingen. Aber du musst mir dabei helfen, Katie. Brooke, warum sitzt du denn hier so verloren rum? Was ist denn mit dir los? Ach, ich möchte nur einen Moment allein sein. Weiter nichts. Ach. Bekommst du als Mutter der Braut plötzlich Panik? Nein. Nein? Gar nicht. Hm. Und du? Nein, nein. Ich mache mir größere Sorgen um die Krawatte als um die Hochzeit. Das sehe ich. Und? Du bist dir ganz sicher, hm? Also, ich habe keinerlei Zweifel oder Bedenken, dass du meine Tochter nicht lieben würdest. Jetzt nicht mehr. Ich möchte nur, dass Bridget glücklich wird. Das weißt du. Sie wird glücklich werden. Du hast mein Wort. Ist gut. Katie, meine Güte, du siehst richtig heiß aus. Danke. Und keine neuen Tränen. Ich will dich nicht nochmal schminken. So viel Zeit haben wir nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich muss nicht mehr weinen. Dann bin ich beruhigt. Okay, bevor ich mein Kleid anziehe, da möchte ich mit dir über etwas reden. Bitte setz dich hin, ja? Setz dich. Hier, bitte. Geht es um deine große Überraschung? Naja, ich will dir wirklich nicht noch eine Aufgabe aufhalsen. Ich weiß, dass du mir schon sehr geholfen hast. Also, darum geht es nicht. Aber trotzdem soll ich etwas für dich tun. Genau. Es liegt bei dir. Es ist ganz allein deine Entscheidung, aber ich hoffe, du bist einverstanden. Der Friedensrichter kommt heute nicht her, um die Trauung durchzuführen. Er kommt deinetwegen. Meinetwegen? Was redest du da, Bridget? Naja, dir habe ich es zu verdanken, dass ich mit Nick wieder zusammen bin, Katie. Und deswegen muss es genauso dein Tag sein wie meiner. Bridget, ich habe nur wenig dazu beigetragen, euch wieder zusammenzubringen. Das ist nicht mein Tag. Ich wünsche es mir aber. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Was ist hier los? Versuche ich es dir eben zu erklären. Wir haben in letzter Zeit sehr viel über dich und deine Erfahrungen gesprochen. Und auch über die Sache zwischen dir und Nick. Was du für ihn empfindest und was er für dich empfindet. Über eure Verbundenheit. Aber du warst mir gegenüber sehr ehrlich, was deine Gefühle angeht. Ich respektiere, aber was wichtiger ist, ich habe verstanden. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber dass du auf die Idee kommst, würdest du mir einfach zuhören? Ich hab dich so lieb, Katie. Du musst mit uns am Altar stehen.
Ich weiß, wie aufregend das ist. Bei dem Gedanken wird mir auch ganz mulmig. Aber es ist genau das, was du möchtest. Ja, und ich bin mir sicher, Nick wird auch davon begeistert sein. Du hast mit Nick darüber gesprochen? Aber nein, ich hab dir doch gesagt, ich will ihn überraschen. Bridget, glaubst du nicht, dass er etwas verstört sein wird, wenn er mich vorn am Altar stehen sieht? Du wolltest immer da vorn stehen, Katie, das weißt du doch. Du bist Trauzeugin, das war sowieso klar. Der Unterschied ist, dass du jetzt vor uns stehst. Oh, ich geh schon. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Kommen Sie doch rein. Das hier ist meine Tante Katie. Und Katie, das hier ist Mr. Morton, der Friedensrichter. Sehr angenehm. Hallo. Ich habe mit Ihrer Nichte gesprochen. Das, was Sie beide vorhaben, ist sehr unkonventionell. Aber nach all den Erlebnissen, die Sie zu dritt miteinander hatten, werde ich es befürworten. Nur wenn du es auch möchtest. Du musst es nicht tun. Die Sache dauert nur ein paar Augenblicke. Alle Papiere liegen vor und wir haben eine Zeugin. Oh, welche Papiere? Durch die ich Ihnen die Befugnis erteilen kann, dass Sie heute Bridget und Nick vor dem Altar trauen dürfen. Es ging mir nicht mehr aus dem Kopf, dass du mal erwähnt hast, du würdest gern die Zeremonie durchführen, wenn du könntest. Da dachte ich, diesen Wunsch würde ich dir gern erfüllen. Aber es wird nur dann geschehen, wenn du es immer noch möchtest. Wenn du nicht möchtest, dann wird Mr. Morton die Zeremonie durchführen. Oder er kann dich dazu ermächtigen. Dann wärst du diejenige, die uns nachher trauen würde. Ist denn der Friedensrichter auf einmal? Mom meinte, sie hätte ihn vorher noch gesehen. Es geht los? Jetzt schon? Ich schaff das. Ich krieg das hin. Schatz, der Friedensrichter fehlt noch. Nein, er ist da. Er steht gleich da drüben. Ah. Er wird aber unsere Trauung nicht selbst durchführen. Sondern Katie. Was ist los? Wieso das denn? Was passiert denn jetzt? Wieso steht das hier los? Also wie Bridget gesagt hat, werde ich offiziell die Trauung durchführen.
Eine kleine Planänderung. Keine Sorge, es ist juristisch wasserdicht. Ich wurde vom Friedensrichter offiziell ermächtigt. Es hat alles seine Richtigkeit. Ich fühle mich wirklich unheimlich geehrt, dass ich diesen ganz besonderen Augenblick mit diesen beiden besonderen Menschen teilen darf. Fangen wir an. Liebe Freunde und Familienmitglieder, wir haben uns heute zu einer Hochzeit versammelt, der Hochzeit von Dominic Marrone und Bridget Forrester. Wir sind hier, um sie zu unterstützen und ihre Liebe zu feiern. Eine Hochzeit ist ein glücklicher Anlass, durch den sich die Gesellschaft positiv verändert und erneuert. Wir verbinden hiermit für alle Ewigkeit Bridget und Dominic. Tut mir leid, ich kann das hier nicht. Was hat sie? Ich kann nicht. Es ist falsch. Es ist nicht richtig. Ihr alle glaubt zu wissen, wie ich zu den beiden stehe, aber ich selbst habe es nicht gewusst, bis ich eben vor den Altar getreten bin, um zu erleben, wie sie den Bund fürs Leben schließen wollen. Ich habe euch etwas zu sagen. Die Hochzeit geht erst dann weiter, wenn ihr wisst, was ich empfinde.